4? Ne, 4, ne? Huh! Was hat's denn? Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem ungeplanten Tag 7 unserer Urlaubsreihe. Oh Gott, das ist echt gruselig hier. Leute, wie ihr seht, wir fahren gerade in der Jena Bahn. Wir fahren hier gerade über Kühe. Und es ist, ja, schon ganz schön hoch. Genau, ich muss einmal kurz ein bisschen ausholen. Also, eigentlich war heute Abreisetag. So, und ich habe mir eigentlich ja schon die ganze Zeit gesagt, Freitag, also der vorletzte Tag, fahren wir, also gehen wir noch auf den Schnackstein. Ich wollte es unbedingt. Ich wollte noch eine große Tour am Ende machen. Und jetzt war Freitag und wir hatten sau schlechtes Wetter. Und waren auch beide irgendwie total kaputt noch von der letzten Reise. Und dann, ich habe schon mehr Drücken auf den Ohren. Und deswegen sind wir gestern nicht auf dem Schnackstein gewesen, beziehungsweise haben wir keine Bergtour gemacht. Übrigens, Leute, das ist so krass. Hier, schaut euch das mal an. Ich weiß, wir müssen gucken. Ja, du musst gucken. So. Du kennst es ja schon, genau. So, ich setze mal hier, dann kann ich besser gucken. Also, und dann habe ich gestern Abend noch die ganze Zeit gesagt, oh, ich will unbedingt noch auf Schnäppchen, ich will unbedingt noch auf Schnäppchen. So. Und dann hat Felix gesagt, ja, wir müssen morgen abreisen, aber er fragt mal, ob wir das Hotel verlängern können, weil wenn wir da oben sind, möchte er nicht danach noch 12 Stunden Auto fahren. Was ich auch total verstehen kann, weil ja, man ist halt total kaputt, wenn man da oben war. Und dann noch 12 Stunden Auto fahren ist halt doch schon ganz schön heavy. Auch wegen der Kleinen und so. Und... Oh, Schatz! Ja, was? Mann! Und genau, jetzt sitzen wir hier auf dem Weg zum Schnappstein tatsächlich. Mit Lia im Gepäck. Ja, was heißt auf dem Weg zum Schnappstein? Erstmal auf dem Jena? Ja. Und also wir sind gerade in der Jena-Bahn. Wir fahren jetzt hoch. Wie ihr sehen könnt. Und ich zeige euch mal den Ausblick. Noch nicht rumschauen. So, meine Lieben, so sieht das aus. Da ist der Grünstein, da waren wir an Tag 1 drauf und das sieht jetzt so popelig aus. Da unten ist der Königssee und da hinten irgendwo ist unsere alte Ferienwohnung, die wir heute ja, abgegeben haben. Also da haben wir schon ausgecheckt. Ja, so sieht das hier aus. Guck mal, krass, oder? Wenn man fällt, dann fällt man weit. Oh ja, wenn man fällt, dann fällt man weit. Genau, und hier geht es jetzt nach oben, wie gesagt. Da oben ist auch schon die Endstation. Also wir sind jetzt von der Mittelstation losgefahren. Die ist da unten, weil wir hier hinten geparkt haben. Da gibt es ja so einen Parkplatz und dann ja, kann man halt das Stückchen vom Parkplatz hierher laufen. Das haben wir jetzt gemacht. Und dann sind wir jetzt hier, wie gesagt, losgefahren und fahren jetzt hier einmal bis ganz nach oben. Beziehungsweise sind wir auch schon fast da. Ja, das ging jetzt echt flott. Oh, das sieht schon happy aus hier. Wir sind fast da und ich wollte natürlich eben noch sagen, dass wir jetzt ein Hotel in München gebucht haben, weil unser Hotel war jetzt leider zu voll, also wir hätten da jetzt nicht noch eine Nacht bleiben können. Deswegen sind wir da jetzt ausgecheckt und haben jetzt ein Hotel in München gebucht. Ganz spontan eben gerade im Auto auf dem Weg zum Parkplatz. Ja, aber so spontan bin ich eben. Und jetzt sind wir wie gesagt auch schon da. Und wie es dann gleich weitergeht zum Schnappstein, werdet ihr dann sehen. So, da ist der Schnappstein. Da oben. Und das heißt jetzt für uns erstmal hier runter. Und dann hier unten und dann da hoch. Yippie!
meine Lieben. Ich melde mich auch mal wieder. Wir sind gerade auf dem Rückweg vom Schneipstein. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir waren oben. Und ich habe hier übrigens gerade zwei Steine mitgenommen. Einen vom Gipfel direkt und einen jetzt haben wir gerade eben noch mitgenommen. Einfach als Erinnerung, die wollten wir gern mitnehmen. Und ja, wir sind jetzt tatsächlich wieder auf dem Rückweg. Ich habe euch ja oben gezeigt, wie der Ausblick so war. Wir waren jetzt auch gut eine Stunde oben und haben das richtig genossen. Noch schön was gegessen und ein bisschen entspannt so. Felix war am Ende und ich auch am Ende echt total K.O. Weil dieser Weg ist einfach so wirklich beschissen. Weil es einfach, es gibt hier keinen richtigen Weg. Man geht hier einfach nur von Fels zu Fels irgendwie. Das ist wirklich super anstrengend, auch für den Kopf. Also ich habe vorhin so viel auch gesagt, man muss hier so krass mit dem Kopf arbeiten. Und so gucken, wo man hinläuft. Und unten war dann auch ein Stück richtig matschig. Und jetzt hier ist schon wieder so ein Fels, wo man einfach so runterrutscht fast. Also echt mega, mega kraxelig. Oh ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich hier runterkommen soll. Ich gehe mal hier lang. Genau. Film ist dementsprechend auch ganz schön schwierig, weil man immer sich konzentrieren muss und auch rechts und links festhalten muss manchmal, wenn man hier nicht irgendwie runterfällt. Aber genau, jetzt sind wir wie gesagt oben gewesen und jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg. Wir haben oben auch richtig nette Leute kennengelernt und die haben uns jetzt noch einen Tipp gegeben, dass hier wohl in der Nähe ein KTM-Museum ist. Und Felix fährt ja eine KTM, ein Motorrad. Falls ihr das nicht wisst, was es ist. Und jetzt möchte er da unbedingt hin. Und das werden wir eventuell morgen noch machen. Genau, und dann werden wir da nochmal hingehen. Wir haben ganz, ganz viel gequatscht, weil die auch von uns aus der Nähe kommen. Also gar nicht weit weg von uns wohnen die oben in Schleswig-Holstein. Voll total verrückt, dass man einfach 1000 Kilometer weit weg ist und solche Leute dann hier trifft und nicht mal irgendwie im Supermarkt oder so. Verrückt, verrückt. Aber jetzt werden wir, wie gesagt, erstmal absteigen. Wir waren richtig schnell, also wir haben von angegebenen über 3 Stunden gut, also nicht mal 2,5 gebraucht, also wir waren echt richtig schnell. Das war richtig, richtig gut. Jetzt schauen wir mal, wie lange wir runter brauchen, weil es ist wie gesagt auch sehr, sehr schwer hier und uns sind vorhin viele entgegengekommen, die haben auch gesagt, runter ist noch schwerer als hoch. Deswegen sind wir sehr gespannt, wie lange wir brauchen. Wir sind tatsächlich wieder unten. Da oben seht ihr den Schneipstein-Gipfel. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Gucke ich gleich direkt mal nach. Und jetzt sind wir am Stahlhaus wieder angekommen. Da werden wir jetzt eine Pause machen mit Essen, Trinken. Und dann geht es weiter wieder zum Auto, ne? Ja. Wir haben es geschafft. Runter ging echt erstaunlich gut. Hätten wir nicht gedacht, ich hatte sogar richtig Angst, weil wir teilweise sehr richtig klettern mussten. Also mal richtig hohe Felsen hoch. Und aber da wieder runterkommen mit der Kraxe und so, aber es hat echt erstaunlich gut geklappt. Ja, hoch haben wir echt total viele Pausen gemacht und runter haben wir jetzt nur ein, zwei kleine kurze Stehpausen gemacht. Also es war echt richtig gut. Und jetzt sind wir wie gesagt am Stahlhaus. Hier haben wir nochmal den richtig schönen Blick nach Österreich. Beziehungsweise sind wir gerade auch in Österreich mal wieder. Und jetzt gehen wir wie gesagt kurz was essen, was trinken. Und ich bin mega stolz auf uns. Wir haben es einfach geschafft, einfach so spontan. Das Stahlhaus. Und da werden wir das Schöne erstmal was zu trinken holen. Und dann geht es nachher wieder zurück zum Jänner.
Meine Lieben, guten Morgen. Wir sind wieder unterwegs. Wir sind heile vom Berg runtergekommen und sind dann 2 Stunden nach München gefahren zu unserem Hotel. Ich habe euch das jetzt nicht gezeigt im Video. Es war super schön, also dafür für den Preis und auch wie spontan das Ganze war. Also wirklich ein tolles Hotel. Aber ich habe euch das nicht gezeigt, weil mein Akku gestern leer war und ich es über die Nacht geladen habe. Und ja, genau, deswegen habe ich euch das nicht gezeigt. Aber ist auch nicht schlimm, war auf jeden Fall richtig schön. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt fahren wir gerade schon wieder Richtung Heimat. Also wir, ja, haben es jetzt 8 Uhr ungefähr und sind alle so weit aufgeschlafen, wie es eben möglich war. Und sind jetzt, wie gesagt, auf dem Weg. Gestern haben wir noch schön geduscht, weil wir echt so kaputt waren. Also Felix hat auch ordentlich Muskelkater. Ich gar nichts. Also ich bin natürlich echt so kaputt, dass ich sage, okay, ich mache jetzt gar nichts. Aber so, ich habe keine Schmerzen oder so. Aber ja, wir waren gestern echt richtig kaputt und wir waren dann gestern Abend noch einkaufen kurz, damit wir für die Fahrt was haben. Und ja, wir hatten noch nichts mehr zu trinken und so. Das war alles warm, weil das Auto so richtig heiß war. Und alle unsere Sachen sind geschmolzen und ach, das war echt Katastrophe. Aber so ist es halt, wenn ein schwarzes Auto in der Sonne steht den ganzen Tag. Haben wir vorher nicht so mit gerechnet, dass es so stark ist. Und genau, deswegen waren wir jetzt noch kurz einkaufen, haben dann kühle Getränke gekauft, weil wir hatten halt Getränke im Auto, aber die waren kochend heiß. Also ich habe was daraus getrunken und das war so heiß wie ein Tee, ne? Wie so ein richtiger Tee halt. Richtig heiß, ich habe mich fast verbrüht. Genau, deswegen waren wir noch einkaufen und da war jeder Schritt im Supermarkt war einfach eine Qual, echt. Also wenn man dann unten ist und im Auto sitzt das erste Mal, dann schaltet der Körper komplett ab. Und wenn du dann wieder aufstehst, das war richtig schlimm. Aber jetzt haben wir es ja geschafft, jetzt sind wir wie gesagt auf dem Rückweg. Wir sind gerade losgefahren hier in München. Und das Navi sagt, Schatz, wie lange fahren wir? Oh, gut 8 Stunden, ne? 10 Stunden fast. Nee, nicht 10 Stunden. Ja, nee, 8 Stunden, Schatz. 8 Stunden, sagt Navi. Ja. 4 bis 6. Nee, von 8 bis 16 Uhr sind 8 Stunden. Also, 8 Stunden, sagt das Navi, 16 Uhr, Punkt, sollen wir da sein. 4 Kilometer, 856 Kilometer von München aus. Bin sehr gespannt, wie wir durchkommen. Heute ist ja Sonntag, also das heißt schon mal kaum LKW-Fahrer und hoffentlich auch kaum Urlaubsverkehr. Ich denke, da fährt selten einer hoch zu uns, wenn dann erst ab Hamburg oder so, dass die vielleicht hochfahren zu uns an die Ostsee oder so. Aber eigentlich fahren die ja eh alle runter und genau. Die Kleine ist auch noch richtig happy. Mal schauen, wie lange. Wir sind ja gerade erst 5 Minuten unterwegs. Oh oh. Mein Akku ist leer. Übrigens, ich kann die Tunibox total empfehlen. Die ist jetzt leider leer, aber die hat jetzt die Hinfahrt und auch die ganzen Zwischenfahrten eigentlich wirklich einen richtig tollen Job gemacht. Also ja, wir sind mega begeistert. Die Kleine liebt das Teil. Ich kann das wirklich nur empfehlen, auch für lange Autofahrten, weil man kann das ja auch mitnehmen, wenn die Tonis heruntergeladen sind. Dann könnt ihr die auch einfach überall benutzen, ohne WLAN. Und genau, deswegen, falls ihr eine habt oder eine lange Fahrt vor euch habt, kann ich die auch echt nur empfehlen, dass man die mitnimmt. Ich habe jetzt die einfach nur so mitgenommen, weil ich dachte, ja, die Kleine spielt damit zu Hause total gerne, vielleicht ist es ja was für sie. Und ja, da habe ich voll den Schwarzen mitgetroffen. Also sie stellt ja immer die Tonis oben rauf und eben gerade hat sie auch ihr kleines Feuerwehrauto draufgestellt in der Hoffnung, dass da vielleicht was kommt. Aber ja, das ist wirklich so ihr Ding. Passt auch, ja, richtig gut. Also ja, war toll. Genau, und sonst hatten wir halt wie gesagt noch so ein kleines Malbuch, aber ich glaube, das habe ich euch ja beim Hinweg schon alles erzählt. Jetzt bin ich aber echt gespannt, wie die Kleine das auf dem Rückweg mitmacht. Vielleicht schläft sie ja nachher noch ein bisschen. Auf dem Hinweg sind wir ja nachts gefahren. Das war ja, gar nicht so schlecht, weil sie dann sehr müde war. Oh, Mucki. Nein, 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 nein. Jetzt tut sie hier gerade so eine Karte auseinander. Das wollen wir besser nicht. Die müssen wir nämlich Opa und Oma wiedergeben, Hase. Ne? Die gehört Oma und Opa. So. Hm? So. Genau. Also, Auto ist voll. Wir sind bereit. Und jetzt geht's nach Hause.